Wir haben ein großes Problem. Alle Spiele enden 0:0. Ich hoffe, gegen Hansa Rostock wird sich das ändern. Die Trikots können wir so lassen. Teammanagement. Granatowski sollten wir raus tun und dafür kommt. Achso, im linken Mittelfeld haben wir noch gar keinen, oder? Dann lasse ich das doch erstmal so. Ja. Ich bin mal gespannt, was wir diesmal reißen können. Also, linkes Mittelfeld muss ich mir merken, dass wir uns dafür nochmal einen Spieler kaufen. Und ich bin wirklich bemüht. Ich möchte jetzt ein Tor schießen. Ich bin wirklich in der Hoffnung, dass dieses Spiel hier nicht 0:0 endet. Und ich werde mich wirklich bemühen dafür. Weil viermal hintereinander 0:0, das wäre ein bisschen zu krass. Zu heftig. Wobei ich mich, wie gesagt, selber bestrafe. Das habe ich in den letzten Folgen immer und immer wieder gesagt. Ich spiele keinen guten Fußball. Ich mache mir quasi das Leben selber schwer. Wir spielen ja auf Weltklasse. Wir haben von Profi auf Weltklasse umgestellt und seitdem alle Spiele 0:0. Wenigstens immer ein Punkt, muss man dazu auch sehen. Aber man möchte Tore sehen, aber nicht solche Tore. Da ist endlich mal ein Tor gefallen, aber auf der falschen Spielfeldseite. Somit 1:0 für Hansa Rostock. Also dieses Spiel wird nicht 0:0 enden. Vielleicht werden wir dieses Spiel sogar verlieren. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir selber ein Tor schießen, dass wir hier ausgleichen. Aber bisher ist uns das noch nicht gelungen. Ein Tor zu schießen, das erste Tor in dieser Saison. Aber ich krieg den Ball auch gar nicht. Jetzt kriege ich ihn. Ich muss ein bisschen clever sein. Aber ich komme kein Durchkommen. Meine FIFA 12 Moves hier versuche ich anzuwenden. Aber steil. Mann. Eieiei. Also ich mag die Mannschaft Meppen sehr gerne. Aber irgendwie spielerisch kriege ich keinen Fahrt dazu auf Weltklasse. Und da wären wir fast durchgekommen, aber es wurde dann auch gut verteidigt. Einwurf. Einwurf für uns, den wir vielleicht auch positiv nutzen können. Fehlanzeige. Jetzt komm. Keine Chancen für uns. Und desto ruhiger werde ich hier bei diesem Let's Play. Ja, der Schritt, wieder Profi zu spielen, ist, glaube ich, jetzt gekommen. Weil so macht es wenig Sinn.
Es passiert zu wenig. Und das ist ärgerlich. Klar, man muss sich einspielen, aber ich kriege einfach die Konzentration nicht hin, hier Weltklasse und dann auch eine gute Leistung zu zeigen. Das ist gerade einfach zu schwer irgendwie. Ich mache zu viele Fehler, die allerdings auch bestraft werden, wenn ich auf Profi spiele. Zum Beispiel diese hier. Das muss nicht sein. Ich muss so den Ball nicht verlieren. Aber vielleicht ist es gerade auch eine Krise bei mir. Und vielleicht wäre ein Umschwung auf Profi gar nicht so gut. Wir kommen gar nicht an den Ball. Das ist wirklich schade. Also jetzt. Jetzt haben wir Ballbesitz. Können wir dies allerdings auch nutzen? Jetzt vielleicht mal hier. Ja, den will er haben. Aber bekommt er nicht. Also, komm. Nein, schon wieder. Also, es ist doch zum Verrücktwerden. Immer wieder Forsten. Fühle ich mich selber wie ein Forsten. Also, in jedem Spiel einmal Forsten oder Latte. Großes Pech hier beim Torabschluss. Und da wird man doch verrückt bei. Also, echt. Die Chancen sind ja teilweise da, aber ich kann die nicht nutzen. Ich kann die einfach nicht nutzen. Und deshalb ist es. Also, es ist echt verrückt. Aber das ist dann wohl Fußball und somit steht es zur Halbzeit. Ja, 1:0 für Hansa Rostock. Nicht gerade mein Wunschergebnis. Oh, das wollte ich gar nicht. So, zurück. Die zweite Halbzeit beginnt. Und Rostock am Ball. Und Rostock macht fast das 2:0. Also, langsam müssen wir kommen. Und den Ausgleich erzielen. Sonst wird das schwer. Und ich höre im Hintergrund auf Wiedersehen. Das stimmt mich jetzt nicht sonderlich positiv. Kommt nicht an. Und somit ist Rostock wieder am Ball. Somit ist Rostock wieder am Ball. Einwurf. Also, ich versuche mich gerade irgendwie zu konzentrieren, falls das überhaupt möglich ist, aber ich scheine einfach nur Pech zu haben. Also, das ist echt zum Mäusemelken. Wann wird dieser endlose Bann endlich gebrochen? Und hier zum Beispiel, ich könnte echt. Irgendwann. Ja, muss der Groschen doch mal fallen.
Aber irgendwie scheint das nicht möglich zu sein. Egal, wie ich mich bemühe. Und dann gibt es einen Pfostentreffer, einen Lattentreffer. Und dann dauert es erstmal wieder, bis du wieder eine neue Möglichkeit hast. Und der war natürlich viel zu hart geschossen. Und dann mache ich selbst die Fehler. Muss ja auch nicht sein. Also, jetzt vielleicht. Aber. Ja. Ich sollte besser bei Yu-Gi-Oh! Bleiben und nicht so mit FIFA anfangen. So. Haben wir jetzt mal die Möglichkeit. Ja! Da ist das Tor! Oh, ich wollte gerade mich hier selbst fertig machen und dann aus dem Nix. Das erste Tor in dieser Saison und vielleicht ist jetzt endlich der Knoten geplatzt. Also, 1-1 ist immer noch ein Remis, aber endlich mal ein Treffer. Also, wenn jetzt das 2-1 fällt für Hansa, dann drehe ich durch. So. Können wir was machen? Sind wir jetzt am Start oder was? Oh! Was? Das war gar nicht gut. Und oh. Oh. Also, 1-1. Müssen unbedingt mal wieder wechseln. Man sieht das hier schon, wie diese Pässe gespielt werden. Also. Hier einmal hin. Oh, Ballverlust. Gefährlich, gefährlich. Brandgefährlich. Es brennt, es brennt, es. Großes Glück. Und jetzt müssen wir unbedingt wechseln. Also, das war echt. Und ja, klar, alles rot hier. Die ganzen, also erstmal in der Verteidigung würde ich erstmal was tun. Wir haben ja die Wechselmöglichkeiten. Dann einen Rechtsverteidiger rein. Und zentral offensiv. Spielt Wagner. Und ich bin mal gespannt, ob wir jetzt vielleicht noch eine Möglichkeit erhalten und somit das 2-1 erzielen. Aber, eieiei, großes Glück. Also mit diesem 1:1 können wir sehr zufrieden sein. Ich bin wirklich froh, dass endlich mal Tore gefallen sind. Ich dachte, das passiert gar nicht mehr. Nach drei Spielen, die 0:0 enden, ist diese Aussage, glaube ich, berechtigt. So, unsere Möglichkeit. Aber er spielt gut, Wagner. Der macht das echt super. Nochmal durch da. Ja! Das gibt's nicht! Wie stark ist der denn? 2:1! 2:1! Krass, Wagner, alter Schwede! Der hat sich da durchgekämpft. Das war gut. Alter Schwede. Aufgeholt! Oder gedreht. Diese Partie. Zwei Tore, drei Tore in einem Spiel. Oh, wie ich das vermisst habe. Aber dieses Spiel haben wir noch nicht gewonnen. Dieses Spiel haben wir noch nicht gewonnen. Das muss uns bewusst sein.
Das muss uns bewusst sein. Und jetzt die nächste Möglichkeit. Tor! Ha, der Knoten ist geplatzt. Der Knoten ist geplatzt. 3 zu 1. Krass, also ich hätte damit nicht gerechnet. Toll, also einfach toll. Jetzt steht es 3 zu 1. Und wir spielen auf Weltklasse. Und das ist doch mal gar nicht so schlecht. 3-1 für Meppen. Und vielleicht erhalten wir nun die nächste Möglichkeit. Aber das wäre dann auch ein bisschen übertrieben. Also ich denke, Wagner hat seinen Stammplatz sicher. Weil wie er sich dort durchgekämpft hat, das war wirklich überragend. Also, perfekt. Gutes Spiel. 3 zu 1. Endergebnis. Wir dürfen zufrieden sein. Und jetzt schaue ich gerne mal auf die Tabelle, denn diese drei Unentschieden haben auch was Positives, denn dadurch haben wir 3 Punkte gesammelt. Somit haben wir insgesamt 6 Punkte und wenn wir jetzt noch ein Spiel gewinnen, sind wir, ja, vielleicht Vierter oder Dritter sogar schon. Mal gucken. Also, das sieht gut aus. Sehr, sehr gut. Also. Wir haben da auch E-Mails. Die möchte ich gerade gar nicht so gerne lesen. Ich weiß, Transfers, Pipapo, aktuelles aus Deutschland. Wobei, linkes Mittelfeld. Da sollten wir vielleicht nochmal gucken. Hier, linker Flügel. Den könnten wir einmal beobachten. Vielleicht auch noch einen zweiten Spieler. Mittelfeld. Obwohl, das sind ja alle aus Deutschland. Aus England wäre das auch interessant. Vielleicht haben wir da ja noch ein paar Möglichkeiten. Hier. Bitte auch einmal beobachten. Noch einer, Fragezeichen, zentral offensiv, haben wir jetzt schon jemanden. Also bisher leihen wir nur Spieler aus. Weil wir einfach nicht das nötige Budget haben, um Spieler zu kaufen. Daher haben wir quasi eine ausgeliehene Mannschaft, ein paar ausgeliehene Spieler, wie zum Beispiel jetzt Abdullahi im Sturm und zentral offensiv. Götz ist ausgeliehen. Also noch viele normale Spieler quasi von Meppen sind auch dabei. Aber auch viele neue Spieler, wie zum Beispiel Albrecht. Und die sind halt alle ausgeliehen irgendwie. Wird natürlich schwierig nächste Saison. Dann wieder Spieler einzukaufen. Aber vielleicht haben wir da dann ein höheres Budget. Aber Wagner, der hat mir hier so gut gefallen. Er kriegt auf jeden Fall seinen Stammplatz hier. Das ist auf jeden Fall gut. Demnächst werden wir dann auch anfangen, hier diesen Trainingsmodus zu benutzen. Denn dort können wir Spieler reinsetzen. Und trainieren. Und somit werden die auch besser. Aber das werde ich erstmal nach der Transferphase machen. Einfach mal so, ja, also. Hat eigentlich gar keinen Grund. Habe ich mir jetzt einfach mal so vorgenommen, das dann einfach mal zu machen. Aber jetzt gerade konzentrieren wir uns erstmal auf die Spiele. Als nächstes müssen wir gegen Zwickau mal gucken, was wir dort erreichen. Ich bedanke mich ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Oder dieses, ja, diesen Satz kann ich nicht mehr aussprechen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt habe ich es hinbekommen. Und bis zur nächsten Folge. Hoppla. Erstmal ciao.